Was bringt uns eine Kooperation zwischen Marvel und Games Workshop? Dies und mehr jetzt in den News. Und damit herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und das neue Battletome hier auch auf Deutsch ist zu haben für 25 €, allerdings auf der Games Workshop Seite. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders günstiger gibt, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Und das neue Armeebuch zu den Uruvor Clans, das sind Grünhäute gemischt mit Ogern und Wildorks. Sie ebenfalls verfügbar, auch auf Deutsch, für 25 €. Dann ein bisschen Spekulation, denn es gibt jetzt eine Kooperation zwischen Marvel Comics und Games Workshop. Das wurde hier auch extra hingeschrieben, dass es sich um das Comic-Team handelt, nicht um die Filmstudios. Einige finden das nicht so gut, weil, also diese Community vom Games Workshop meine ich jetzt, da Marvel in der Vergangenheit mal aufgefallen war mit Political Correctness Comics. Zum Beispiel wurden einige Superhelden zu weiblich dargestellt oder Captain America war irgendwann auf einmal ein Mexikaner. Das mochten viele nicht. Und ja, somit kann man nur spekulieren, ob dann die Warhammer Comics, die hier produziert werden sollen, wirklich gut werden oder beziehungsweise ob sie da auch wieder irgendein Mist bauen werden. Aber wie gesagt, das ist alles schon länger her mit Marvel und ich denke, Games Workshop wird sich hier seinen Partner gut ausgewählt haben. Denn wo wir gerade bei politischen Sachen sind, es gibt ja auch die Spekulation, dass Arabi angeblich nicht kommt, aus politischen Gründen. Weil das ja auch wieder so mit Islam und so weiter in Verbindung gebracht werden könnte und so weiter. Da gibt es im Internet auch so große Spekulationen. Und falls dies wirklich so wäre, dann wäre das wirklich scheiße, weil Warhammer ist. Also Warhammer Fantasy ist eben nur Fantasy. Das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Und ich denke, falls das wirklich ein Grund wäre, dann wäre der ziemlich falsch. Aber RYB gibt es übrigens von einem großen Mod-Team. Den habe ich auch schon mal verlinkt. Den findet ihr auch im Games Workshop bei OVN. Lost Factions, da ist RYB mit bei. Allerdings noch nicht fertig. Ich glaube, das Ding ist auch noch Beta. Gut, dies war's nun mal wieder zu Arrowy und Marvel. Als nächstes habe ich einen Artikel gefunden, der ist allerdings nicht so gut übersetzt auf Deutsch, deswegen gehen wir das hier einfach mal so durch. Es geht darum, um die Städte des Sigma, wie man sie alle einheitlicher gestalten kann, beziehungsweise die Regimenter von den Städten. Hier haben wir zum Beispiel Hello Guild, die sich besonders durch ihre Farben auszeichnen, wie man hier auch schon sieht. Dann weiter unten geht es um eine reine Dampfpanzerarmee. Ich weiß jetzt nicht mehr aus, welche Stadt das hier ist, aber das hat irgendwas auch mit den mechanisierten Zwergen zu tun. Hier wurden auch extra Maschinen dann hergestellt, um die Dampfpanzer zu transportieren. Und zwar von Endrigern, ja, so heißen diese Dinger, wo auch Zwerge mit rumfliegen. Von diesen Technikus-Zwergen, ja, anders kann ich das jetzt nicht beschreiben. Die können dann halt diese Dampfpanzer von einem Ort zum anderen tragen. Dann geht es um eine andere Stadt und zwar auch eine, die sich spezialisiert hat auf technischen, mechanisierten Kram.
Deswegen hier auch die Raketenlafette und die Salvenkanone, die hier doch ein bisschen anders aussehen als die Standard. Und wir sehen hier auch sehr skurrile Maschinenumbauten in einigen Regimentern. Zum Beispiel hier auf einer Großmaschine. Das hier habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Hier unten ist ein Dampfpanzer. Dann ist hier ein Haus und dann sind hier irgendwelche Krabbelarme. keine Ahnung. Aber der mechanisierte Greif, der sieht wirklich irgendwie cool aus. Meiner Meinung nach. Aber gut. Dann gab es noch einen Artikel zu den Städten des Sigma, wie man die bauen kann und umbauen kann. Hier sehen wir das ja auch schon. Rein fürs Tabletop natürlich. Sieht auch sehr gut aus. Dann natürlich die Mauern von Hammerhall. Hammerhall ist die größte Stadt in den Reichen. Wie wir hier sehen, das sieht auch wirklich sehr imposant aus. Wenn hier so eine Chaos-Invasion auf so eine Metropole startet. Da gehört bestimmt schon sehr viel dazu, um diese Metropole einnehmen zu können. Und hier auch noch mal ein nice Bild. Ja. Hier sind auch wieder die Dampfpanzer. Also wie wir sehen, vieles ist übernommen worden von dem Imperium von Warhammer Fantasy und kommt hier in Warhammer Age of Sigmar wieder zur Geltung. Was auch ziemlich nice ist, finde ich. Dann kommen wir jetzt zu Warhammer Chaosbane. Diese haben schon angekündigt, dass es einige News demnächst geben wird zu dem Gruffkönigin DLC. Natürlich auch mit extra Maps dafür und so weiter, neuen Items. Und ja, bleiben wir da einfach mal gespannt. Außerdem von Warhammer Chaosbane kam noch ein Video zu ihrer Musik. Dies könnt ihr euch ebenfalls auch ansehen. Wie gesagt, unten ist für euch wie immer alles verlinkt. Dann wieder etwas in eigener Sache. Ich habe mein Banner noch mal kurz geändert, da einiges fehlte. Zum Beispiel Warhammer Battles, da weise ich jetzt hier nochmal in Klammern darauf hin, dass es auch mit Lore ist. Es gibt zu jedem Warhammer Battles Video eine Vor- und Nachgeschichte zu einer Kampagnenschlacht. Dann Warhammer Chaosbane hatte ich hier ganz vergessen, das ist jetzt hier natürlich mit bei. Und bei Warhammer Fantasy News, Gaming News, ist jetzt das in Klammern AOS weg, aber Age of Sigmar wird natürlich, wie ihr jetzt gesehen habt, weitergezeigt. Ich habe das nur weggenommen, damit hier irgendwann mal was Neues hin kann. Gut, und zu guter Letzt, den Warhammer Battles Trailer habe ich auch schon hochgeladen. Jetzt demnächst kommt nämlich wieder eine neue Folge von Warhammer Battles. Und falls ihr euch fragt, ja, wann kommt denn jetzt wieder ein Lore-Video oder wann kommt jetzt wieder ein Roleplay-Video, ich mache das immer der Reihenfolge nach, habe jetzt diese drei, also jetzt ist wieder Warhammer Battles dran, dann kommt wieder eine neue Folge Warhammer Roleplay und dann kommt wieder eine neue Folge von Warhammer Sturm des Chaos Lore. Und dann geht das wieder von vorne los, dann kommt wieder Warhammer Battles, dann kommt wieder Roleplay und dann kommt wieder Lore. Und immer so weiter. So, diese Reihenfolge, die werde ich auch immer beibehalten. Und damit sind wir auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fühlt euch ausreichend informiert. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.